Freitagmorgen, das bedeutet Zeit für die News aus der Brettspielwelt. Viel Spaß nun dabei. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu den Brettspiel News. Ich bin Benny von dem Brettspielsuch, dies Freitagmorgen, das heißt Zeit für die News aus der Brettspielwelt. Beginnen möchte ich wie jede Woche in eigener Sache. Da geht's morgen im T-Talk um ein Thema, das bei uns ja auf dem Kanal immer mal wieder thematisiert wird. Wir haben ja die Auszeichnung Brettspiel Lufti ins Leben gerufen und mir ist mal wieder eine Spieleschachtel besonders negativ aufgefallen. Nämlich ein Spiel mit 91% Luft in der Box. Andere würden es in Gramm Reis ausdrücken. Ich habe es ja in Luft ausgemessen und dazu habe ich morgen ein bisschen meine Gedanken und ein bisschen das Ganze zusammengefasst und ärgere mich ein wenig über viel zu große Schachteln. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr fleißig mitdiskutiert beim Thema, wie viel Box darf in einer Schachtel sein, wie viel Platz darf in einer Schachtel sein, wie viel Prozent Luft ist in Ordnung. Weil ich glaube, keiner von uns möchte, dass das Spielregal mit 90 oder mehr Prozent Luft gefüllt ist. Das wäre wirklich schade, wenn diese Quote sich durchsetzt, weil dann kommt es bloß noch auf die Größe an und nicht mehr auf das, was tatsächlich in der Schachtel ist. Das wäre wirklich, wirklich traurig. Mehr dazu dann morgen. Schon mal ein herzliches Dankeschön an alle, die uns ein Feedback gegeben haben zu unserer Top-kooperativen Spiele dieses Jahr. Da sind wir ja quasi in ein Update gegangen, der Dennis und ich, und haben vergangenen Sonntag den ersten Teil mit 10 Spielen unserer Top 20 Koop-Spiele veröffentlicht. Jetzt am kommenden Sonntag folgt dann die zweite Runde und die vorderen Plätze 10 bis 1. Ihr dürft gespannt sein, was da dann ganz vorne ist. Nur so viel sei gesagt, wir haben in den ersten 5 Plätzen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, keinerlei Übereinstimmungen. Und das könnte ja allein schon interessant sein. Sonntag ab 6 Uhr wisst ihr mehr. Ja, nun geht's dann weiter wieder im Bereich aus der Szene und da möchte ich beginnen mit der Spiel 2022. Dieses soll so groß sein wie im Jahre 2019. In den letzten Jahren 2020, was ja nur digital und 21 die Messe deutlich verkleinert. Die aktuelle Ausstellerzahl seitens Friedhelm Merz Verlag wurde mit 950 Ausstellern aus 56 Nationen quasi bekannt gegeben und rund 1500 Neuheiten soll es schon wieder geben. Wobei man da dazu sagen muss, oft werden als Neuheiten ja gezählt auch Spiele, die bereits im Mai, Juni und in der Zeit danach bis zur Spiel erschienen sind. Das ist ja oft auch so ein bisschen fließend und immer die Frage, werden Lokalisierungen dann mehrfach gezählt oder nicht, aber 1500 Neuheiten sind wohl bereits gemeldet. Die Spiel findet ja vom 6. bis zum 9. Oktober statt. Leider werden wir dieses Jahr nur anteilig und nicht alle Suchtis vor Ort sein können. Dennis und ich sind leider komplett raus. Alle anderen Suchtis sind wenigstens anteilig auf der Spiel, bei uns einfach dem Job geschuldet. Und der Tatsache, dass die Spiel dieses Jahr so früh ist, dass es einfach mit Urlaub nicht so hingehauen hat, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen sehr, sehr ungünstig. Wir überlegen aber, ob wir da irgendwie Livestream-mäßig vielleicht ein oder zwei Abende etwas ausstrahlen. Da die Frage natürlich, ob wir was von den Verlagen zur Verfügung gestellt bekommen. Also sollte Verlagsmitarbeiter zuschauen. Wir überlegen am 4. und 5., das ist der Dienstag und der Mittwoch, entsprechend Nachmittag, abends was live zu streamen. Neuheiten, die uns dazu zur Verfügung gestellt werden, können wir natürlich hierzu gerne berücksichtigen, spielen oder vorher schon spielen und darüber reden. Soweit zur Spiel 2022. Wir gehen weiter und bleiben bei 2022, der Inno-Spiel, die Nominierungen, und da ist das zum einen Echoes, zum anderen Hey Yo und zum dritten Wonderbook. Wonderbook, ja, ein wundervolles, schönes Pop-Up-Buch, ein Abenteuerbuch,
was alleine schon durch seine Tischpräsenz besticht, was wir leider nie fertig gespielt haben. Auch das, was ich ja ein bisschen bedauere, und wir müssen es unbedingt mal fertig spielen. Echoes haben wir ja tatsächlich alles gespielt, was bislang rauskam, und hat uns sehr, sehr gut gefallen. Hey yo, ein Soundspiel, ein sehr grooviges. Da gibt es auch ein Quickshot von uns dazu, für alle, die da mehr wissen wollen. Der Inno-Spielpreis wird vom Friede-Merz Verlag jährlich vergeben, und zwar für ein innovatives Spiel als Nachfolger der Essener Feder, nun schon seit 2017 von einer Jury vergeben und wird dann im Rahmen der Pressekonferenz der Spiel 22 gekürt werden. Jetzt machen wir noch einen kleinen Ausflug nach nächstes Jahr zum Thema Messen. Und da ist der Zeitraum bekannt, wann die Spiel doch am Bodensee stattfinden wird, nämlich in der Messe Friedrichshafen, die neue Messe. Und da 2. bis 4. Juni. Und ich bin sehr gespannt, und wenn es klappt, würde ich da tatsächlich sehr gerne hingehen. Ja, und jetzt haben wir dein Pferd auf dem Flur oder so irgendwas ähnliches, auf jeden Fall sehr offensichtliches. Dennis, die News aus der Brettspielwelt. Lass mal hören, was gibt's diese Woche aus Crowdfunding und Co.? Ja, kommen wir zum Crowdfunding-Part, und heute mit einer Ankündigung zuerst, und zwar von Pandasaurus Games wurde The Fox Experiment angekündigt, was im September bei Kickstarter startet, 6. September steht hier sogar, und das ist ein neues Spiel von Elizabeth Hargraves. Ja, und es soll das Thema 1958 nämlich beleuchten, bei dem ein riskantes Experiment getätigt wurde, bei dem man versucht hat, Füchse zu domestizieren. Ja, hier sieht man so ein bisschen, wie das Gameplay funktioniert. Das wurde wohl schon auf der Gen Con angespielt, und ich bin gespannt, wenn das dann im Kickstarter-Bereich erscheinen wird. Und dann sagen wir euch natürlich Bescheid und berichten darüber. Kommen wir auch gleich zum ersten Titel von Kickstarter, Dungeons of Doria. Ja, ein Spiel für 1-6 Spieler, 45 Minuten ab 14 Jahren, ist sozusagen ein kooperativer Roguelike Dungeon Crawler in der Fantasy-Welt von Doria. Ja, von Victor Arens, und man sieht ja auch, es gibt sehr, sehr viele Lootkarten, 19 unterschiedliche Monstertypen und so weiter und so fort. Das Interessante ist, ihr habt ja so typisch RPG-mäßig, dass ihr euren Charakter hier habt und den dann sozusagen ausbaut mit den Karten. Das heißt, ihr habt immer die Effekte der Karten hier, Improved Namen, Artwork. If you like loot, you will like this game. Also typisch, man könnte es vielleicht so ein bisschen an die guten alten Diablo-Zeiten hier erinnern. Auf jeden Fall, jetzt zeige ich mal hier so ein bisschen, wo man das sieht. Sprache ist Englisch, aber es gibt eine Print and Play bzw. PDF, die dann alles auf Deutsch beinhaltet, und man kann das da sozusagen auch dann nachlesen. Also ihr seht, da gibt es einiges an Zeug. Shipping wird hier 15 bis 16 Euro sein und so weiter und so fort. Und ihr könnt das Spiel dann für 69 Euro, das ist das Printed Game, oder halt die Print and Play Variante erhalten. Im August 23 erscheint dann das komplette Spiel, und ihr habt dann dafür bis zum 29. August Zeit zu unterstützen. Damals bei Mein Königreich für ein Pferd haben sich irgendwie alle beschwert, dass so viele Videos zur gleichen Zeit herauskamen. Vor allem auch YouTuber haben sich da so echauffiert. Und jetzt kommt Nanolith. Selbe Prinzip. Und keiner beschwert sich. Naja, wir berichten trotzdem darüber. Ist halt einfach ein anderes Genre, denn wir haben hier ein Cyberpunk RPG Board Game für 1-4 Spieler. Und da haben wir Coop, Legacy mit dabei, Skirmish. Und ja, ist von einem deutschen Team, Woodpecker Games. Und wir befinden uns natürlich in einer Zukunft. Und da haben wir 90 bis 120 Minuten. Und ab 16 Jahren ist das ganze Cyberpunk-Thema. Darf natürlich auch nicht fehlen. Hier sieht man schon so ein bisschen How to Play. Ja, wir haben hier Full of Adventures. Das heißt, man hat auch diese Karte, also dieses Buch, das man aufklappt. Man hat dort Sachen, die man dort erfüllen kann. Auch zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie Feuer löschen will, kann man dort Kanister umwerfen. Also noch interaktiv mit dem Board zum Beispiel. Dann natürlich hier die Gegner als Standees, aber mit durchsichtigen, und die Charaktere als Minis. Irgendwie ganz cool. Man kann dann hier mit einem Dice
System, also Push Your Luck, seine Nanoshocks aufladen und dann halt ausführen und so weiter. Dann habt ihr es natürlich schon gesehen, dass man über so Sticker und so aufklebt. Kennt man ja aus Legacy-Elementen. Das heißt, ihr baut da die ganze Story noch weiter auf, habt ja ordentlich Material an Karten auch. Es gibt den Hero Pledge auf jeden Fall für 110 € und das normale Ding, das ist, glaube ich, bei, was haben wir hier, 80 €, Awakened Hero. Und ja, genau, schaut es euch mal an. Im Juni 23 soll das Ganze dann ausgeliefert werden und natürlich ist das auch in deutscher Sprache erhältlich und auch Englisch. Die Versandkosten liegen bei 12 bis 14 € und ihr habt dann sozusagen bis zum 14. September Zeit, Nanolith zu unterstützen. Ja, kommen wir zu Backer Kit. Da ist tatsächlich nicht so wirklich viel Neues da, aber es wird bald einiges kommen. Und zwar Tim Faust startet einen Fugitive Reprint plus Run. Dann gibt es hier noch Daybreak von CMYK, beziehungsweise Matt Leacock ist da mit dabei von Pandemic bei Daybreak. Und Agent C, ja, da ist Karl Chüdück Teil des Ganzen, der das interessante und nicht mehr erhältliche Innovation gebastelt hat. Also da wird noch einiges auf uns zukommen. Bei Gamefound tut sich irgendwie auch nicht so wirklich viel. Man sieht hier noch so ein paar aktive Sachen, die hier noch laufen. Interessant ist vielleicht hier Keyforge, das kommen wird, Winds of Change mit dem neuen, mit dem neuen Verlag sozusagen. Und Pueblo. Pueblo ist von den Mojito Studios, die auch Cleopatra neu aufgelegt haben, ist ein Kramer Kiesling Spiel, 2 bis 4 Spieler, 60 Minuten ab 10 Jahren, bei dem es darum geht, diese Blöcke geschickt hinzustellen, sodass sie von den gegnerischen Blöcken sozusagen aus der Sicht sind, beziehungsweise von neutralen Blöcken verdeckt werden. Ja, mal gucken, wenn das dann offiziell dann startet. Kommen wir auch schon zu den Schmiedetiteln. Da sieht man noch die alten Bekannten, aber hier ist jetzt, wie schon gesagt, Flick of Faith gestartet. Flick of Faith, die Erweiterung Kirschblüte, die hier ganz lustige Essstäbchen noch mit dazu bringt und natürlich alles Mögliche noch zusätzlich für ein bisschen Spannung sorgt, neue Charaktere und so weiter und so fort. Applaus! Land your profit on the navel when there are at least two islands with at least one temple on each. Ja, Herausforderung natürlich auch wieder dabei. Wer sich hier durch die Gegend schnippen will mit der Erweiterung, kann das tun. Das Ganze soll dann hier im Februar 2023 erscheinen und da seid ihr dann auch mit 20 € mit dabei. In der Übersicht habt ihr vielleicht gesehen die Erweiterung von Origins und zwar Ancient Wonders, die dann auch jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht da war, aber jetzt schon gestartet sein müsste. Ja, das war es jetzt mit den Crowdfunding News. Zurück zu dir, Benny. Ja, und an Dennis Crowdfunding News der Woche werde ich jetzt noch eine kleine Crowdfunding-Meldung anschließen, nämlich Queen of 12. Das neue Spiel von Rita Model wird in der Spieleschmiede bei Korax Games starten. Und ja, ein Sack für Rita, es wird auch ein Säckchen beinhaltet sein. Das war die lustige Aktion, die von dem lieben Basti von Geekpunkt gestartet wurde. Zu guter Letzt noch 5 Ankündigungen. Zum Teil für das Spiel, zum Teil aber auch für einen späteren Zeitraum im Jahr. Wir fangen an mit Rise von DLP Games. Das ist eine Neuheit, die noch zu Spiel erscheinen wird. Ist von Autoren Remo Consadori, den kennt man von Amul und Manitoba, sowie Marco Branzo, den kennt man auch von Manitoba, also keine Unbekannten. Und die Illustration stammt von Atelier 198. Ja. Das Spiel ist für 2 bis 4 Personen ab 12 Jahren mit einer Spielzeit von 60 bis 90 Minuten angegeben und wir übernehmen die Verantwortung über die wirtschaftliche und soziale Entwicklung einer Stadt zu Zeiten der industriellen Revolution. Ja, dabei müssen wir finanzielle Mittel im Auge behalten, zur Finanzierung neuer Projekte, Steuern erhöht werden, die allerdings zu Unruhen in der Bevölkerung führen können. Ja, es sieht auf jeden Fall mal interessant aus vom Thema her. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das was ist, was bei uns auch interessant ist und auf den Tisch kommen könnte. Nächste Meldung ist durchaus auch interessant, weil ich vor kurzem gerade ein Insert dazu zusammengebaut habe. Isle of Skye, eine Big Box ist angekündigt von Lookout Spiele.
Zum Kennerspiel des Jahres. Isle of Skye richtet sich an 2 bis 5 Spielenden. Ab 8 Jahren ist angegeben mit einer Spielzeit von 60 Minuten. Wobei ich die 8 Jahre immer noch nicht so richtig glaube, weil die 8-Jährigen, die ich kenne, spielen da definitiv noch nicht so wirklich mit. Die schauen vielleicht zu. Ja, und in der Big Box ist das Grundspiel, die Erweiterung Druiden sowie weitere Wertungs- und Tunnelblättchen enthalten, eine Mini-Erweiterung Randgebiete und das Ganze wird im 4. Quartal erscheinen. Anscheinend ist Wanderer die Erweiterung nicht so erfolgreich gewesen, denn diese ist nicht beinhaltet. Das heißt, wer diese möchte, sollte vielleicht aufpassen. Ich weiß nicht, wie es mit der Kompatibilität ausschaut. Ich werde aber drauf schauen, ob das Ganze funktioniert. Oder eben nicht und werde es mir anschauen und dann berichten. Nächste Meldung, ebenfalls noch für dieses Jahr, aber eher zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres, ist ein Expertenspiel. Mosaik, eine Geschichte der Zivilisation, ein Expertenaufbauspiel, das von Slix Edition angekündigt wurde. Bei Asmodee wird das Ganze erscheinen, ist für 1 bis 6 Personen mit einer Spielzeit von 120 Minuten. Man könnte versucht sein zu sagen, pro Person. Wenn es wirklich 120 Minuten sind, Zivilisationsspiel, interessant. Es ist ein Aufbauspiel mit Area Control und Engine Building Mechanismen und wir erschaffen so eine uralte Zivilisation, die entweder in die Geschichte eingeht oder in Vergessenheit gerät. Liest sich erstmal ganz gut und gefragt sind durchdachte Strategien, die dazu verhelfen, Siegpunkte zu machen, mit denen wir das Spiel gewinnen. Anfang des 4. Quartals, wenn alles läuft wie geplant. Ebenfalls noch eine Meldung für dieses Jahr ist Gacha, Spielspaß und Spannung bei Board Game Circus. Ein Spiel für 2 bis 6 Personen ab 8 Jahren mit 20 Minuten Spielzeit pro Runde. Wir versuchen die Sammlung an Spielzeugen zu vergrößern und so die meisten Punkte zu erreichen. Und im an japanische Spielzeugautomaten erinnernden Spiel müssen wir das richtige Spielzeug ziehen und so die Sammlung vergrößern, Bonuskarten erhalten. Einen Trailer habe ich euch entsprechend verlinkt, beziehungsweise findet ihr im Artikel, den ich euch verlinkt habe. Und das Ganze kann schon für 16 Euro vorbestellt werden. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, aber dieses Jahr soll es noch erscheinen. Ebenfalls noch eine Meldung zum Ende des Jahres, eher zum Jahreswechsel, ist die 2. Erweiterung zu This War of Mine, Tage der Belagerung. Das wird bei Heidelberg auf Deutsch erscheinen und ist eine Erweiterung für 1 bis 6 Personen, die als Zivilisten in der fiktiv belagerten Stadt Pogoren überleben und dabei bittere Entscheidungen treffen müssen. Und die Spielzeit soll bei 45 bis 120 Minuten liegen. Und für alle, die da mehr dazu wissen wollen, empfehle ich einen Klick auf das Video, den Link in der Videoinfo. Jetzt habe ich's. Das war's jetzt auch schon mit den News für diese Woche. In der Kürze liegt die Würze, die Spiel steht vor der Tür. Und mich würde interessieren, was interessiert euch denn an Neuheiten ganz, ganz, ganz besonders dieses Jahr? Worauf seid ihr sozusagen hot, total hot, heiß wie Frittenfett? Und was wollt ihr euch unbedingt anschauen? Vielleicht sind da ja tolle Geheimtipps dabei, die ihr den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben wollt. Und schreibt auch gerne, falls ihr Meldungen habt, die euch über den Weg gelaufen sind, die wir jetzt nicht in den News hatten. Dann wünsche ich euch an dieser Stelle ein schönes Wochenende. Gebt fleißig Feedback zum Thema Lufti und wie viel Luft darf im Karton sein. Am besten morgen direkt unter dem T-Talk-Video und schaut auch gerne am Sonntag rein. Ja, und wenn ihr mehr wissen wollt, dann haben wir euch hier wieder ein paar Videos verlinkt an dieser Stelle und hoffen, wir sehen uns in Kürze wieder. Bis dahin, frohes Spielen, macht's gut und tschüss.